Hallo, Konrad Schrenk da. Ich teste für euch heute die VGA Excalibur Original Gitarre. Maple Neck, Urban Metal Finish. Der Korpus ist aus Erle, der Hals aus Ahorn. Und die Gitarre hat ein VGA Floyd Rose Tremolo. Zwei Potis für Volume und Tone. 7er Duncan Pickups, Humbucker, Single Coil und Humbucker, ist eine Art moderne Stratocaster, aber mit einigen raffinierten Verbesserungen. Der Korpus beim vorliegenden Modell ist aus Erle, aus zwei Teilen gefertigt und mit 3 Kilo relativ leicht, aber schwer genug für einen fetten Sound und passt sich dem Körper eigentlich recht gut an, liegt schön in der Hand, schön ausgewogen. Das Modell gibt es in verschiedenen Lackierungen. Hier haben wir es in Urban Metal Finish, gibt es aber auch in Naturlackierungen, schönsten Farben, alles möglich. Der Hals ist mit 4 Schrauben am Korpus angeschraubt. Der Cutaway ist so weit ausgeschnitten, dass man selbst in die höchsten Lagen leicht kommt. Im Gegensatz zur Strat hat diese Gitarre 24 Bünde. Wir kommen dann relativ leicht rauf, am 22. Bund. Die normalen Strats haben nur 21 Bünde. 24 Bünde haben natürlich auch große Vorteile. Es gibt noch ein Extra, das mir sehr gefällt. Das ist der Nullbund, den es hier gibt. Einen Nullbund, der für etwas mehr Stimmstabilität sorgt. Hören wir uns mal die Gitarre an, wie sie klingt, wenn man es ganz clean spielt. Die Besonderheit bei den VGA-Gitarren ist was ganz Spezielles, nämlich die Carbon-Verstärkung des Halses. Wie ich die Gitarre bekommen habe, ist mir gleich aufgefallen, da fehlt ein Spannstab. Oder wo kann man den Halsstab, der im Hals normalerweise eingebaut ist, justieren? Ich habe ihn weder da oben gefunden, den Zugang, noch hier. Auf der Rückseite sieht man dann, in den Hals ist 10% Carbon eingebaut, eine ganz spezielle Konstruktion, die VGA sich einfallen hat lassen, die sehr effizient ist. Der Hals ist total stabil und ist nicht jahreszeitlich bedingt, dann plötzlich verzogen oder so und bleibt auch während des Spielens ziemlich stabil. Das kommt natürlich auch der Intonation zugute. Wenn man zum Beispiel am Flageolet hier und jetzt versuche ich den Hals zu verändern, mit voller Anstrengung, es gelingt mir nicht, auch nur ein bisschen zu rücken. Würde ich das bei einer Fender Strat machen, wäre ich schon um einen Halbton unten oder vielleicht sogar mehr. Überhaupt ist der Hals so gut konstruiert und so stabil, dass man kaum Dead Spots hat. Ich konnte bis jetzt keinen entdecken. Hier zum Beispiel. Hardware. Wir haben ein Floyd Rose Tremolo von VGA gebaut. Der Hebel ist gesteckt und geschraubt. Dadurch lässt sich der Hebel auch relativ leicht in der richtigen Position feststellen. Zum Beispiel hier, ja, wenn man ihn so haben will. Oder hinten, wenn man ihn fix hinten haben will. Man kann den Hebel aber auch lose lassen, indem man die Schraube etwas lockerer lässt, dann fällt er einfach immer in diese Ruheposition. Das ist mir am liebsten, wenn ich zum Beispiel Flageolets so nehme. Und die Gitarre ist sehr stimmstabil. Auch das Tremolo mit Locking-Mechaniken fährt sofort wieder zurück in die Ausgangsposition. Man braucht
eigentlich keine Zusatzgeräte, um die Gitarre stimmstabil zu halten. Also machen wir mal extrem. Auf der Rückseite der Kopfplatte, neben den ausgezeichneten Mechaniken, 6 Stück in einer Reihe, haben wir eine Halterung für die beiden wichtigen Inbusschlüssel. Der Inbusschlüssel ist für das Tremolo, um Saiten zu wechseln, um die Locking-Mechaniken festzustellen, und der andere ist, um die Bundreinheit festzustellen. Man kann auch mit dem gleichen Schlüssel das Tremolo höher oder niedriger stellen. Es funktioniert einwandfrei. Wenn man zum Beispiel von einer Seitenstärke zur anderen wechselt, der Hals bleibt ja immer wegen dieser Carbon-Konstruktion in der gleichen Position. Das heißt, man braucht eigentlich immer nur die Höhe des Tremolos verstellen. Ausgesprochen bedienerfreundlich ist das Ganze. Die Excalibur hat, so wie die meisten Modern Strats, eine Humbucker, Single Coil Humbucker Bestückung mit einem Volume Regler, einem Tonpoti und einem Fünfwegschalter und ist folgendermaßen geschalten. In der Halspicker Position funktioniert der Halspicker als Humbucker, also beide Spulen. In der Mittenposition haben wir den Single Coil und hinten den Steg-Pickup in der fünften Position. In den Zwischenpositionen zwischen Hals und mittleren Pickup ist der Hals-Pickup gesplittet. Also wir haben 2 Single Coils und genau das gleiche hier in der Zwischenposition Nummer 4. Mittlerer Pickup und hinterer Steg-Pickup gesplittet. Okay, und wie klingt das Ganze? Also der hintere Pickup clean. Zwischenposition, Single Coils, der mittlere Pickup. Und dann haben wir den Hals-Pickup gesplittet mit dem mittleren Pickup. Und dann nur den Hals-Pickup. Hals-Pickup ist schön warm, für jazzige Sachen prädestiniert. Der hintere Pickup, der in der Zwischenposition ist, ein typischer Strat-Sound für Rhythmus zum Beispiel. Und in der mittleren Position vielleicht auch für Single. Und in der Zwischenposition, Country-mäßig, es geht so Chicken-Picking oder was immer. Vigier Excalibur glänzt durch hervorragende Bespielbarkeit, Vielseitigkeit und Ausgewogenheit im Klang. Sie ermöglicht stilistische Vielfalt und setzt modernen Spieltechniken eigentlich keine Grenzen. Ich spiele für euch noch ein Stück von mir und das Stück heißt Real Junk. Musik